Guten Tag und herzlich willkommen an alle zu unserem heutigen Speed Date zu den Ereignissen in Kasachstan. Wir haben ein kurzes Format gewählt, 45 Minuten. Ich verkneife mir deshalb lange Vorreden, zumal wir vermutlich alle noch die dramatischen Geschehnisse der letzten Woche vor Augen haben. Sie liefen ja wie im Zeitraffer ab. Von den ersten Protesten bis zur gewaltsamen Niederschlagung des Aufruhrs durch das kasachische Regime und die verbündeten Autokraten in Moskau und Minsk. Wir wollen in der Kürze der Zeit vier Fragen erörtern. Erstens eine Rekonstruktion und Interpretation der Ereignisse in Kasachstan. Worum ging es? Ein Volksaufstand, ein Machtkampf rivalisierender Fraktionen, der herrschenden Eliten, ein Putschversuch. Zweitens, was bedeutet die brüderliche Hilfe der Vertragsorganisation für kollektive Sicherheit für die Unabhängigkeit Kasachstans und das künftige Verhältnis zu Russland? Drittens, eine Einordnung der Ereignisse in den größeren Kontext der Entwicklung im postsowjetischen Raum. Wie stabil sind die herrschenden autoritären Regimes? Gehen wir einer Periode repressiver Stabilisierung entgegen? Oder kann und muss man damit rechnen, dass es auch künftig zu Erschütterungen der scheinbar festgefügten Machtverhältnisse kommt? Und last not least soll es auch um eine adäquate Antwort Europas, der Bundesregierung, der Europäischen Kommission auf die Ereignisse in Kasachstan gehen. Ich hoffe, wir bringen das alles einigermaßen substanziell unter. Sie können sich mit Fragen im Chat beteiligen. Ich bitte aber um Verständnis, dass es dafür nur sehr begrenzten Raum geben wird. Ich vermute mal, dass wir ohnehin alle sagen, ähnliche Fragen haben, die im Lauf dieser Dreiviertelstunde zur Sprache kommen werden. Zunächst sollen unsere beiden Expertinnen zu Wort kommen, die freundlicherweise kurzfristig zugesagt haben. Ich begrüße sehr herzlich Edda Schlager, seit 2005 Zentralasien-Korrespondentin mit Sitz in Almaty. Sie ist die einzige deutschsprachige Journalistin, die dauerhaft vor Ort ist. Herzlich willkommen. Und der zweite im Bunde ist Jan-Klaas Behrens, Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Außerdem lehrt er osteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Auch an dich, Jan, herzlich willkommen. Wir beginnen mit einer kurzen Einordnung der Ereignisse durch Edda Schlager. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, hallo an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Also eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse ist natürlich relativ schwierig. Sie haben zwar schon gesagt, Herr Fuchs, dass es in ziemlichem Zeitraffer alles abgelaufen ist, aber jetzt alle einzelnen Ereignisse der letzten Woche nochmal zu rekapitulieren, das führt einfach, denke ich, zu weit. Aber was wir jetzt mittlerweile wissen und was sicherlich auch viele jetzt der Zuschauer hier wissen, in der vergangenen Woche, am 2. Januar, gab es Proteste gegen erhöhte Brennstoffpreise, Kraftstoffpreise in Jan-Eusen im Westen des Landes. Das hat sich dann relativ schnell ausgebreitet. Die Proteste wurden von der Polizei eingedämmt mit üblicher Reaktion, ein paar Festnahmen und so weiter. Und dann hat sich das aber in alle großen Städte des Landes fortgesetzt. Der entscheidende Tag war dann eigentlich der 5. Januar, wobei vorausgegangen war am 4., dass die Sicherheitsbehörden, vor allen Dingen in Almaty, schon sehr massiv reagiert hatten auf noch friedliche Proteste mit Blendgranaten, Tränengas. Es wurde mit Gummi geschossen, in die Menge geschossen. So, und da waren die Proteste aber noch relativ friedlich. Und wirklich eskaliert ist es vor allen Dingen in Almaty. Und darauf beziehe ich mich jetzt, weil ich dort her meine Informationen habe. Also trotz der Informationsblockade, das Internet wurde blockiert, dann direkt am 5. Konnte ich mit Leuten vor Ort telefonieren. Und jetzt auch in den letzten Tagen ist es wieder durchlässiger geworden. Also selbst in Almaty gibt es jetzt wieder über längere Phasen Internet. So, und was ist an dem 5. Januar passiert? Frühmorgens, soweit ich mich erinnere, nageln Sie mich nicht fest auf Stunden oder Uhrzeiten oder sowas, aber ich kann mich noch erinnern, am 5. Januar
kam die Information, dass Tokayev, der Präsident, Kassim Jomart Tokayev, Präsident seit 2019, nachdem Nazarbayev, der Ex-Präsident, zurückgetreten ist, die Regierung entlassen hat. Das war das Erste, wo ich jetzt sagen würde, das war gar nicht so entscheidend. Das kommt in Kasachstan hin und wieder mal vor, dass die Regierung ausgetauscht wird. Der zweite wichtige Punkt war, dass Karim Masimov, der Geheimdienstchef, entlassen wurde. Mächtiges Symbol eigentlich, dieser Schritt. Dann hat Tokayev, also man weiß jetzt heute nicht so richtig genau, ob Tokayev Nazarbayev entlassen hat als Vorsitzender des Sicherheitsrates oder ob Nazarbayev selber zurückgetreten ist. Also es ist schwer zu interpretieren, aber Tokayev hat den Vorsitz des Sicherheitsrates an sich genommen. Und dann an diesem Tag sind zunächst friedliche Proteste in Almaty massiv eskaliert. Das waren dann diese martialischen Bilder, die wir alle gesehen haben. Also das brennende Akimat, die brennende Stadtverwaltung, die brennende Präsidentenresidenz, ein paar hundert Meter weiter. Die brennenden, ausgebrannten Autos, da gab es dann auch Tote. Man hat also immer wieder auch durchs Internet wabern sehen, Bilder, wo Verletzte weggetragen wurden, aus Autos gezerrt. Also ein wirklich unübersichtliches Bild, ähnlich wie aus Bürgerkriegsgebieten, muss man eigentlich sagen. Und im Laufe dieses Tages hat Tokayev das Bündnis OVKS angerufen, um Hilfe angerufen, weil er offensichtlich entweder mit diesen massiven Protesten nicht fertig wurde. Also ich habe für mich eine Interpretation, entweder er hat in Panik gehandelt und war sich der Loyalität der Sicherheitskräfte nicht mehr sicher. Das ist eine Variante. Die andere Möglichkeit, dass es vielleicht doch für so einen Fall irgendwie schon einen Plan, eine Strategie in der Schublade gab, dass man darauf dann zurückgefallen ist und darauf zurückgegriffen hat. Und in unheimlicher Schnelle sind dann russische Kräfte, russische Truppen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schon in Almaty gelandet und haben dann dort begonnen, die Stadt zu sichern. Denn es kam also weiterhin zu marodierenden Banden, die da durch die Stadt gezogen sind, Geschäfte geplündert haben. Also mit massiver Technik, mit Bulldozern sind die da reingefahren und diese Menge war nicht zu stoppen. Und das war also bis Freitag. Ab Freitag stabilisierte sich die Lage wieder. Da gab es dann also keine Proteste mehr. Und wenn ich sage keine Proteste mehr, ist das eigentlich schon ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssten, glaube ich, ganz genau hinschauen, wer welche Ziele auf der Straße hatte. Das ist eine ganz entscheidende Frage bei der Analyse dieser ganzen Ereignisse. Vielen Dank. Das war nochmal eine sehr anschauliche Zusammenfassung. Ich würde gerne nochmal genauer verstehen, diesen Umschlagspunkt des zunächst friedlichen Protests. Gibt ja viele Augenzeugenberichte, dass zunächst Tausende sich vor dem Präsidentenpalast versammelt haben. Und das wirkte so am Anfang von den Bildern, die man gesehen hat, doch wie so eine große gesellschaftliche Protestbewegung, die wahrscheinlich auch sehr schnell aus den ursprünglichen sozialen Anlässen sich politisiert hat, also doch auch einen systemoppositionellen Charakter bekam. Und dann kippte das Ganze in diese gewaltsame Eskalation. Einerseits, das haben Sie schon geschildert, durch massive Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte. Aber es gab auch so Videoszenen, wo man gesehen hat, dass da Gewehre ausgeteilt worden sind unter den Demonstranten. Wer waren da die Akteure? Weiß man das schon? Also wer hat das, ich würde sogar sagen, inszeniert? Also das sind jetzt einige Schichten sozusagen, an die man sich herantasten kann. Also ich habe jetzt ein bisschen den Kopf geschüttelt an der Stelle, als Sie gesagt haben, es eskalierte durch die Sicherheitskräfte. Jewgeni Joftes, ein Menschenrechtler, Jurist, der in Almaty arbeitet für das Büro für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, hat in der Zeit, wo die ganze Mannschaft, die mit ihm zusammenarbeitet, vom Internet abgeschnitten war, Informationen schon zusammengetragen. Und er hat jetzt in den vergangenen Tagen, wo das Internet wieder geöffnet wurde, quasi mehrere Interviews schon gegeben. Und er geht davon aus, dass seine Kollegen und er haben mindestens 4 Gruppen wahrgenommen und ausgemacht, die an diesen Protesten, Unruhen, Krawallen beteiligt waren.
unterschiedliche Gruppierungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Sie haben das ganz recht geschildert. Also am Anfang waren das, ich kann mich jetzt allerdings natürlich auch nur auf Berichte aus Fernsehbildern und jetzt die wenigen Gespräche, die ich geführt habe, berufen. Ich war selber nicht dabei. Da würde man das vielleicht einfach alles nochmal anders sehen, aber oder schildern zumindest. Am Anfang waren es tatsächlich Proteste initiiert durch diese wirtschaftliche Unzufriedenheit. Also nach dem Motto, wir können uns diese hohen Preise nicht leisten. Was wollt ihr noch von uns? Wie wollt ihr uns noch drangsalieren? Wir haben einfach jetzt auch nach 2 Jahren Corona kein Geld mehr, um doppelt erhöhte Brennstoffpreise, Kraftstoffpreise zu bezahlen. Das war das eine. Dann kam, wie Sie es jetzt auch schon anklingen lassen haben, dieses oppositionelle Moment, wobei das schwierig ist, weil es gibt eigentlich in Kasachstan keine wirkliche Opposition. Das ist einfach durch viele, viele Jahre Repression gibt es keine wirklich organisierte Opposition in Kasachstan. Es gibt die Demokratische Partei Kasachstans, die wird angeführt durch Jandolat Mamai, ist aber nicht registriert. Die Hezbollah-Partei ist aber keine wirkliche Partei. Jandolat Mamai ist ein, ja, ich würde sagen, nationalistischer Aktivist. Ich mache es unter anderem daran aus, dass er vor 2, 3 Jahren auch noch, also er kommuniziert nur noch auf Kasachisch, vor 2, 3 Jahren hat er auch noch Russisch kommuniziert, hat Anhänger. Die sind in einer gewissen Hinsicht organisiert. Also er kann Leute mobilisieren oder diese Bewegung kann Leute mobilisieren, die dann eben auch für einen Regimewechsel auf die Straße gehen und so weiter. Und er ist auch mehrfach inhaftiert worden, jetzt auch. Er wurde inhaftiert, wurde dann kurz danach, also ich habe gelesen, er wurde inhaftiert, dann ist er freigekommen, dann ist er wieder verschwunden. Und ich habe gestern gesehen, dass er so schwer misshandelt wurde. Das wurde auf ihn geschossen, aber er lebt und er konnte also, ist jetzt wieder bei seiner Familie. Das ist also, man hat die erste Gruppierung, also diese Leute, die sich erstmal solidarisiert haben, da waren dann auch ganz normale Menschen dabei. Also nie mit keiner politischen Agenda. Die sind dort zusammengekommen. Dann diese organisierten Anhänger von Mamai, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat Joftis mit seiner Mannschaft ausgemacht, dass es, und ich habe da auch Videos dazu gesehen, nachdem ich davon erfahren hatte, habe ich mal danach gesucht, gab es also einen massiven Influx, sage ich das jetzt mal, nenne ich das jetzt mal, aus den Outskirts of Almaty, also von den Stadtrandgebieten. Da kamen wirklich Tausende junge Männer in die Stadt, die aus diesen Rural Areas um Almaty herum reingekommen sind. Und das ist ganz interessant. Ich habe jetzt die letzten Tage mit einer Aktivistin, die sich für Opfer der Atomwaffentests einsetzt in Seme, also in früheren Semipalatins. Und die hat mir exakt das Gleiche geschildert, in Seme. Also auch dort ist das passiert. Auch dort kam eine Kolonne wirklich von, sie sagte, etwa 3000 jungen Männern, alle dunkel gekleidet, kam am 5. in die Stadt. Und um das aber vollständig zu machen, Joftis spricht noch von einer vierten Gruppe. Und zwar sollen das religiös motivierte, also radikal religiös motivierte Islamisten, aber auch Kriminelle gewesen sein. Und die letzten beiden Gruppen haben letztendlich dafür gesorgt, dass das eskaliert ist. Die haben dafür gesorgt, dass Kameras im öffentlichen Straßenbild zerstört wurden. Die haben die Gebäude in Brand gesetzt. Und das ist jetzt erstmal der Wissensstand, den ich habe, wodurch die auf die Bildfläche kamen. Denn man muss von einer Organisation ausgehen. Die kommen ja nicht einfach alle so zufällig dort mal rein zu der gleichen Zeit. Das sind also Fragen, die jetzt einfach ganz schwierig zu beantworten sind, über die man natürlich spekulieren kann. Ich würde Sie gerne ermutigen, tatsächlich diese Spekulation noch ein bisschen weiterzuführen. Was ist denn dran an der These, dass diese gewaltsame Zuspitzung inszeniert worden ist von Fraktionen, sage ich jetzt mal, also rivalisierenden Fraktionen der Macht? Also dazu muss man wissen, ganz kurz das vorweg, denn das ist einfach das Basiswissen, das man haben muss, um das nachzuvollziehen, diesen möglichen Elitenkampf, den Sie jetzt schon andeuten. Also das ist einfach so ein Schlagwort, es mag stimmen, man kann darüber diskutieren, aber es ist jetzt einfach ein Wort, das, mit dem man arbeiten kann, denke ich erstmal. 2019, hatte ich schon erwähnt, ist der langjährige Präsident, Ex-Präsident Nursultan Nazarbayev überraschend zurückgetreten.
hatte da schon 29 Jahre als Präsident das Land regiert und dieses Machtsystem und Korruptionssystem und den Personenkult perfektioniert. Er war also eine Überfigur in dem Land, Diktator, der allerdings, und ich möchte das nicht einschieben, um ihn in irgendeiner Hinsicht zu verteidigen, der aber auch gerade außenpolitisch gewisse Erfolge für Kasachstan verbuchen konnte. Der ist zurückgetreten im Jahr 2019, waren alle erstmal überrascht, warum, wie kommt das? Und er hat dann den jetzigen Präsidenten Tokayev eingesetzt. Der war damals Senatssprecher, also ein Staronik, also jemand, ein Unterstützer von Nazarbayev. Und damals gab es auch viele Proteste im Land, weil man sich auch erhofft hat, jetzt wäre der Moment für Reform. Tokayev hat die damals versprochen, hatte aber offensichtlich gar nicht die Macht dazu, das zu machen. Also er hatte nicht die Kompetenz, das tatsächlich umzusetzen, denn Nazarbayev hat offensichtlich auch diesen Rücktritt inszeniert und als taktischen Schritt gewählt, um im Hintergrund weiter die Fäden zu ziehen. Er ist also damals auch Vorsitzender des Sicherheitsrates geblieben. Der Sitz, den er jetzt letzte Woche verloren hat, an Tokayev, wie auch immer, was ich erst schon sagte. So. Und diese Konstellation wirkt jetzt in den ganzen vergangenen 3 Jahren. Und eigentlich ist Tokayev meiner Meinung nach immer recht linkisch rübergekommen. Er gilt als Diplomat, also eigentlich schon als Verhandler und auch nicht so als Strongman, ja, also der jetzt sich auf die Brust haut und jetzt sein System dort massiv installieren wollte. So ist er nicht rübergekommen. Wie gesagt, er hatte möglicherweise auch nicht die Kompetenz dazu bekommen von Nazarbayev, dessen Familie auch im ganzen Land natürlich weiterhin Machtpositionen und vor allem auch wirtschaftliche Positionen und so weiter besetzt hatte. So, das ist also die Ausgangslage gewesen. Und die Interpretationen und die Spekulationen, worauf Sie hinweisen oder die Sie gerne hören möchten oder die wir gerne diskutieren können. Nein, ich will überhaupt nicht suggerieren. Ich bin einfach neugierig. Ja, genau. Also die wir diskutieren können. Die eine Variante, das war am Anfang auch so ein bisschen mein Verständnis, dass Tokayev diese Randalierer, diese Marodeure irgendwie in die Stadt geholt hat, um die Reaktion der Sicherheitskräfte zu legitimieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Hilferuf an Russland. Das passt aber mit den Ereignissen nicht ganz zusammen. Denn ich habe jetzt von mehreren Seiten schon gehört, die Sicherheitskräfte haben sich an irgendeiner Stelle zurückgezogen. Das hieß es, die haben sich deshalb zurückgezogen, weil... Aber das könnte ja auch Taktik gewesen sein, ja, sich zurückzuziehen, um erstmal freien Lauf zu lassen für die Randale. Ganz genau. Jetzt gibt es aber noch eine andere Idee, nämlich, dass diese Leute geschickt wurden, und da kommen wir auch nochmal auf das Thema, dort wurden Waffen ausgegeben, dass offensichtlich diese Leute von der anderen Seite, also von einer gegnerischen Seite Tokayevs, dort aufs Tapet gebracht wurden. Und da kommt eigentlich nur der KNB, also der Geheimdienst in Kasachstan, in Frage, die Leute, die Maximow unterstellt waren und die Nazarbayev nahe sind. Und so wie sich das jetzt alles entwickelt hat, so wie das ausgegangen ist, ja, mit der Hilfe von Russland, aber auch wie es dann weitergegangen ist, ist es also offensichtlich ein Kampf gewesen, also ein Machtkampf zwischen Tokayev, der irgendwie in Bedrängnis gebracht wurde von den alten Eliten und der sich jetzt aber doch denen gegenüber durchsetzen konnte. Denn beispielsweise Maximow, der noch bis Mittwoch Geheimdienstchef war, wurde am Samstag verhaftet. Ich habe gehört, er soll wegen Hochverrat angeklagt werden. Das wurde dann aber wiederum zurückgezogen, nicht bestätigt. Also in jedem Fall der Mann, der also den KNB noch angeführt hat, 2 Tage vorher, wurde dann von seinen da bis dahin Untergebenen festgesetzt. Und es kann also durchaus sein, dass dieses ganze System Nazarbayev jetzt zu einem Ende gekommen ist. Das ist jetzt natürlich eine sehr heikle These, aber es sieht momentan danach aus. Vielen Dank. Scheint mir jedenfalls eine plausible Interpretation. Ich würde gerne diesen Teil unseres Gesprächs mit der Frage abschließen: Was wissen Sie jetzt über das Ausmaß der Repression? Ja, das sieht ja doch so bis nach einem Rachefeldzug jetzt des Präsidenten und seiner
Machtgruppe aus. Man hört von über 10.000 oder um die 10.000 Verhafteten. Das ist ja extrem großflächig. Ja, also was spielt sich da ab? Und weiß man auch schon ein bisschen mehr über Tote und Verletzte? Also Tote und Verletzte, die eigentlich ja immer die Berichte anführen müssten. Und ich bin oft, also mir sind die manchmal so weggerutscht, weil ich denke, da haben ja schon so viele drüber geredet, ich möchte gerne die anderen Nuancen erzählen. Also man muss eigentlich natürlich immer zuerst über die Opfer sprechen, die diese Ausschreitung jetzt dort gefordert haben. Offizielle Zahlen sprechen von 164 Toten und ja, ich weiß gar nicht jetzt, wie viel, 4.000 Verletzten etwa. Neuere Zahlen, die wurden am Wochenende rausgegeben, gibt es bisher nicht. Es gibt auch kaum Namen von Opfern, also so langsam kommen die jetzt also über Social Media oder sowas hoch, also dass Leute posten und suchen. Aber was eine große Wirkung hatte und was auch noch zu Toten vor allen Dingen und diesen wirklich Opferzahlen geführt hat, das war dann das radikale Durchgreifen am Freitag. Also dann war Schießen ohne Vorwarnung hieß es. Ja, ja, genau, der Schießbefehl. Donnerstag und Freitag wurden dann also wirklich Leute einfach von der Straße weggefangen oder erschossen. Es gab auch viele Leute, die vorbeigefahren sind und erschossen wurden aus Versehen oder die unbeteiligt am Rand standen und vielleicht geguckt haben. Das hielt auch noch bis zum Wochenende an und dann gab es die sogenannten Säuberungen. Das hat also auch die kasachische Regierung so diese Rhetorik genutzt. Die haben jetzt erstmal die Stadt aufgeräumt und es wurden jeden Tag irgendwie 1.000, 2.000 mehr Verhaftete, von denen wir nicht wissen, wer die sind. Und Tokayev greift tatsächlich jetzt oder hat massiv durchgegriffen. Hat er in diesen 2, 3 Tagen direkt nach den Ausschreitungen, hat er diese massive Rhetorik an den Tag gelegt, also von Terroristen gesprochen, von Verbrechern, hat das Ausland beschuldigt. Da von dieser Interpretation ist er bisher immer noch nicht abgekommen. Also er spricht von äußeren Kräften, die Kasachstan destabilisieren wollten. Und das rechtfertigt auch seine sehr harte Linie, die er jetzt demnächst fahren wird. Er will nämlich die Sicherheitskräfte, Grenzkräfte, Polizei, Geheimdienste massiv aufstocken. Und dann hat er aber Montag eine Rede gehalten im Parlament und da hat er dann so ein bisschen Kreide gefressen und dem Volk so ein bisschen Beteiligung angeboten. Das, was er eigentlich auch schon 2019 versprochen hat, nachdem Nazarbayev ihn eingesetzt hat. Also so ein bisschen Transparenz. Wir wollen die Bevölkerung wirtschaftlich weiter wieder voranbringen. Es kommen jetzt große Unterstützungen, also es sollen Sozialfonds gebildet werden, wo die Leute in Arbeit gebracht werden und bessere Unterstützung bekommen, denn das hat er auch erkannt. Letztendlich denke ich, ist ein ganz massiver Grund die wirtschaftliche Not von den Leuten in Kasachstan. Und das ist jetzt eigentlich ganz interessant, das betrifft sowohl die Leute, die in Janaozen auf die Straße gegangen sind, wegen der Brennstoff- oder Kraftstoffpreise. Das betrifft ja letztendlich auch diese Männer, die aus den umliegenden Bezirken von Almaty gekommen sind oder auch von Semipalat. Denn die würden sich ja nicht instrumentalisieren lassen, wenn sie nicht eine Not hätten. Also wenn sie alles hätten, was sie wollen, ein schönes Zuhause, ein gutes Auto, einen guten Job und eine Familie, die sie ernähren können, wären sie nicht ansprechbar gewesen, sich für so etwas instrumentalisieren zu lassen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Moment. Gut, vielen Dank. Ich würde gerne jetzt ein bisschen mit Blick auf die Zeit zu unserem zweiten Themenkomplex kommen. Das hat ja eine gewisse Tragik, ja, dass nach Belarus jetzt auch die zweite große Protestbewegung, auch wenn man sie sicher nicht gleichsetzen kann. Belarus ist eine, sagen, doch ganz andere Geschichte. Auch was sagen die Selbstorganisation der Zivilgesellschaft und die Gewaltfreiheit des Protests sagen anging. Aber am Ende sieht es doch so aus, als ob beide in verhärteter Unterdrückung und größerer Abhängigkeit von Moskau enden. Jan, wie schätzt du diese, ich sag mal, die regionalen Auswirkungen dieser Ereignisse ein? Ja, ich glaube schon, dass das ein gravierende Ereignisse sind. Also zunächst einmal finde ich ja faszinierend, sozusagen, wir haben den 12. Januar und am 1. Januar wussten wir noch gar nichts dafür. Also sozusagen, in was für einem Tempo sich das auch im Vergleich mit anderen Unruhen im postsowjetischen Raum sich diese Entwicklung
abgespielt hat, also wie schnell der Protest eskaliert ist, aber wie schnell dann auch die russische Reaktion kam, was auch zeigt sozusagen, dass alle Seiten sehr schnell bereit waren, hier zu handeln und dem offenbar eine große Wichtigkeit zugeschrieben haben. Ich wäre sozusagen vielleicht das als eine Bemerkung zu meiner Vorrednerin, das war ja sehr instruktiv, was Sie alles gesagt haben. Ich wäre eigentlich immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um Inszenierungen und ähnliche Begriffe geht. Ich glaube, die Gewalt und der Protest entwickeln immer eine eigene Dynamik und die sollte man nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass man die eigentlich erst mit einem gewissen Abstand verstehen kann. Und was uns weiterhilft, sind sicherlich Fragen wie, ich glaube, man kann sagen, dass es hier ursprünglich sich zumindest um soziale und Armutsproteste handelte. Und wenn man über diese jungen Männer spricht, dann muss man natürlich auch anschauen, und Ralf hatte ja das Beispiel Belarus schon genannt, dass natürlich die Demografie auch Kasachstans eine völlig andere ist in Zentralasien als in den früheren slawischen Republiken der Sowjetunion, die eher tendenziell überaltert sind. Wir haben es hier natürlich mit Gesellschaften zu tun, mit viel geringerem demografischen Durchschnittsalter und mit viel minder Beschäftigten, schlecht ausgebildeten, sag ich mal, armen jungen Männern. Und das sind also ein hohes Leute, Gewaltpotenzial. Genau, das sind natürlich auch die Leute, die in diese Krawalle reingehen und die dann dafür sorgen, dass diese Krawalle ganz anders aussehen als beispielsweise die ja sehr weiblich geprägten, gewaltlosen Proteste in Belarus. Und da sieht man auch wieder, finde ich so schön, wie sehr man differenzieren muss zwischen den einzelnen Republiken im postsowjetischen Raum, dass nämlich jede Republik doch ganz einzigartige, mittlerweile singuläre Voraussetzungen auch mit sich bringt und dass man, glaube ich, diese Voraussetzungen genau verstehen muss, auch im kasachischen Fall, um dann diese enorme Verwüstung zu erklären, die ja innerhalb von kurzer Zeit und auch diese Gewaltausbrüche zu erklären. Mich hat das eher, ehrlich gesagt, wenn ich das einordnen sollte, an den arabischen Frühling in vielerlei Hinsicht erinnert, an den Beginn in Syrien oder so, wo dann sozusagen diese Eskalation sofort da ist, als an Belarus. Man muss eben auch schauen, ob man eben ob man das richtig einordnet und ob man nicht sozusagen auch woanders hinschauen muss manchmal, um das besser zu verstehen, was wir hier erlebt haben in den letzten 10 Tagen. Kurz zur Rolle Russlands. Na, ich glaube schon, dass das sozusagen natürlich immer gefährlich ist, fremde Truppen ins eigene Land zu holen. Nazarbayev, bei allem, was man Schlechtes über ihn sagen kann, war natürlich ein großer Verfechter der Souveränität Kasachstans und hat natürlich das immer genau zu verhindern versucht, dass man sozusagen in eine existenzielle Abhängigkeit von Russland gerät, sondern hatte eben diese Schaukelbeziehung zwischen Peking und Moskau. Und das wurde aufgegeben. Das ist natürlich eine große Entscheidung. Und im Moment sieht es so ein bisschen so aus, als seien diese Proteste befriedet. Aber wir wissen das ja auch nicht wirklich, wie es in den nächsten 14 Tagen weitergeht. Was wir aber wissen, oder was ich als Historiker weiß, ist, dass russische Truppen da, wo sie sozusagen einmarschieren, die Tendenz haben, eher länger zu bleiben, als nach 3 Tagen wieder abzuziehen. Aber auch das ist natürlich Spekulation. Vielleicht ziehen sie auch ab, aber es zeigt natürlich schon, wie dramatisch dieser, ja, bis vor kurzem noch ja Vorbildstaat unter diesen Autokratien abgestürzt ist innerhalb von nur 10 Tagen, dass er sozusagen fremde Streitkräfte hier zur Hilfe bitten musste. In welcher Hinsicht Vorbildstaat? Naja, lange Zeit hat man ja Kasachstan so als die aufgeklärte Autokratie bezeichnet, sozusagen mit diesen Vorzeigeprojekten wie der neuen Hauptstadt Almaty und so weiter. Bei aller Repression nicht so crazy repressiv, sage ich mal, wie Turkmenistan, nicht so gewalttätig wie Usbekistan, nicht so am Rand zum Failed State wie Tadschikistan, sondern schon eben eigentlich der stabilere, sich auch wirtschaftlich aufgrund der Ressourcen irgendwie entwickelnde Staat in der Region. Und dieses ganze Bild ist ja auf eine dramatische Art und Weise zusammengestürzt, sozusagen dieses Image, was ja auch natürlich die kasachische Führung immer gepflegt hat, wo man natürlich, wenn man hinter die Fassade geschaut hat, schon immer die Risse gesehen hat, aber wo man eben auch nochmal diese inhärente mangelnde Legitimation und mangelnde Stabilität von Autokratien gesehen hat. Und ich meine, wir haben Belarus angesprochen und Kasachstan, aber wir müssen natürlich auch über Russland reden. Auch in Russland gab es Proteste im ganzen letzten Jahr nach der Rückkehr von Nawalny. Regierung, die sich hier jetzt als Stabilitätsanker aufführt, da kann man ja auch drüber diskutieren, ob das wirklich so stabil ist. Warum wird denn in Russland die Repression so massiv angezogen? Das liegt ja sicherlich nicht daran, dass die Regierung sich so sicher im Sattel fühlt. Frau Schlager, wie weit konnte man denn vor diesen Ereignissen tatsächlich von der Souveränität Kasachstans ausgehen und
Was wird daraus jetzt? Ja, also wie sehen Sie künftig vor allem das Verhältnis zu Russland? Selbst wenn die russischen Truppen sich jetzt zurückziehen, bleibt ja doch eine verstärkte politische Abhängigkeit. Ja, es bleibt das Gefühl, sich reingegeben zu haben in einer gewissen Hinsicht. Also, und das kommt auch bei den Leuten an. Also, wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, ich habe beide Stimmen schon gehört jetzt in Kasachstan. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, es ist ja jedem Dummkopf klar, was jetzt passiert. Wir werden jetzt politisch unheimlich abhängig sein von Russland, weil Tokayev möglicherweise zu Kompromissen gezwungen wurde oder jetzt eben durch dieses Setting gezwungen wird, zu denen er vorher nicht gezwungen war. Also er konnte die Politik, diese sogenannte Multivektor-Politik, die Nazarbayev etabliert hat, Herr Behrens, was Sie gerade schon gesagt haben, ich würde es nicht als Schaukelpolitik im Falle von Kasachstan bezeichnen zwischen China und Russland, da haben wir andere Kandidaten in Zentralasien. Kasachstan unter Nazarbayev hat sich immer bemüht, quasi auf Augenhöhe zu bleiben und hat das auch immer wieder betont, auch auf Kosten von Russland. Also da gab es diplomatische Verwicklungen, wenn irgendein Politiker in Russland mal gesagt hat, naja, den Norden holen wir uns oder irgendwie sowas. Also das hat Nazarbayev, wenn man das jetzt auch so im übertragenen Wortsinn sagen kann, souverän gemeistert. Und diese Politik hat Tokayev eigentlich weitergeführt. Ich habe aber auch andere Stimmen gehört in Kasachstan, die sagen, also ich war froh, als die Russen in der Stadt waren und hier aufgeräumt haben. Ist vielleicht auch eine Aussage, die ja noch unter traumatischen Erlebnissen, unter den Eindrücken traumatischer Erlebnisse also gesagt wurde. Aber wir haben ja eine sehr heterogene Bevölkerung in Kasachstan. Herr Behrens, Sie haben schon angesagt, die Demografie anzuschauen in Kasachstan lohnt in jeder Hinsicht, nicht nur wegen der Alterszusammensetzung, sondern natürlich auch wegen der ethnischen Zusammensetzung. Heutzutage sind etwa 70% ethnische Kasachen und das verbleibende Drittel ist, da weiß ich gar nicht, sind nicht mal mehr 20% Russen, russischer Herkunft, dazu Ukrainer, Koreaner ganz viele, Russlanddeutsche natürlich gibt es, Uiguren und so weiter. Und es gibt also auch in Kasachstan, unabhängig mal von diesem traumatischen Erlebnis und dass man sagt, oh, die räumen jetzt schnell die Stadt auf oder befreien sie von irgendwelchen Marodeuren, gibt es Leute, die sich sicherlich vielleicht darüber freuen würden, wenn Russland einen stärkeren Einfluss hätte. Wie es weitergeht, ist natürlich schwierig. Wenn das tatsächlich so kommt, wie Tokayev angekündigt hat, dass die russischen Truppen jetzt in den nächsten 2 Tagen, glaube ich, abziehen, ist das natürlich auch ein interessanter Fall, um den Sie sich mal kümmern könnten, Herr Behrens. Sie hatten es ja auch schon angedeutet, das wäre auch irgendwie was Neues. Also das müssen wir jetzt mal schauen. Aber ich denke schon, dass gerade auf diplomatischer, politischer Ebene Tokayev jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen am kürzeren Hebel sitzt und Nordrussland da seinen Vorteil suchen wird. Es gibt ja einen interessanten Effekt bei allen Unterschieden und eigenen Interessen, die diese autokratischen Regimes gegenüber Russland verfolgen. Wenn es zu der Gefahr einer, in Anführungszeichen, bunten Revolution kommt, dann flüchten sie sich unter die Fittiche des Kremls. Ja, das hat Lukaschenka ja schon durchexerziert, bei dem man auch dachte, nee, der hat eigentlich kein Interesse, zu einem Vasallen Putins zu werden. Und das scheint sich mir hier auch anzudeuten. Also in dem Augenblick, in dem die Regimes sich in Gefahr sehen durch eine Bewegung aus der Bevölkerung heraus, suchen sie den Schulterschluss. Es gibt also so etwas wie eine autoritäre Internationale. Ja, aber die hat ja auch einen Chef. Ich glaube sozusagen, da muss man auch die russische Seite sehen. Sozusagen Putin genießt ja auch geradezu diese neue Rolle als Chef und Protektor sozusagen der legitimen Autokratien, so wie er das sieht. Und das ist ja auch nicht ganz ohne historisches Vorbild. Also ich denke da immer an die Heilige Allianz und Alexander den Ersten und Nikolaus den Ersten im 19. Jahrhundert, die es sozusagen zu ihrer Aufgabe gemacht hatten, damals in Europa die Auswirkungen der Französischen Revolution einzugrenzen in dem Schulterschluss mit Preußen und Österreich. Und irgendwie funktioniert es ja so ähnlich sozusagen. Hier geht es darum, eigentlich innere politische Ordnung anderer Staaten zu kontrollieren und sozusagen Liberalismus und Freiheitsrechte irgendwie einzuschränken.
Ja, zunächst einmal durch Politik, aber genau wie in der Heiligen Allianz, letztendlich ja auch mit Waffengewalt, wenn das sein muss, und mit Interventionen, wie man das auch 1848 in Ungarn gesehen hat oder eben jetzt 2021 in Kasachstan. Und das ist ja auch sozusagen die eigentliche Bedeutung jetzt dieser Vertragsorganisation für kollektive Sicherheit. Das ist eine kollektive Rückversicherung der Regimes gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung. Ja, und es ist ein Machtvektor Russlands, den es nutzt, um sozusagen in anderen Ländern zu intervenieren. Insofern gleicht es ja auch durchaus dem Warschauer Pakt, wo es ja den alten Witz immer gab, die einzige sozusagen Verteidigungsbündnis, was nur eigene Staaten in eigene Staaten interveniert hat. Das scheint ja jetzt sozusagen so ähnlich zu sein. Also einiges wiederholt sich da, glaube ich, sozusagen. Anderes sollte ja auch dem Westen zu denken geben, wie zum Beispiel eben auch die Frage, wie schnell Russland hier intervenieren konnte. Also dass man sozusagen, ich weiß nicht, ob der Westen in der Lage wäre, so schnell auf solche geopolitischen Probleme zu reagieren, wie Russland hier, die praktisch innerhalb von 24 Stunden ihre Leute dann in Kasachstan hatten. Das ist natürlich auch eine brutale, in gewisser Weise bedeutende Vorführung von dem, was russische Hegemonie im postsowjetischen Raum im Moment bedeuten kann. Und ich glaube, wenn der Kreml das als Erfolgsmodell sieht, dann hat das auch Einflüsse auf die Politik gegenüber Belarus und der Ukraine am Ende. Ich würde da gerne noch was dazu sagen, darf ich? Ja, aber ja, ich gebe Ihnen gleich noch eine andere Frage mit auf den Weg. Okay. Die kam im Chat. Es tut mir leid, es sind jetzt so viele unterschiedliche Fragen auf unterschiedlichen Kanälen. Die kann ich jetzt nicht in der Kürze der Zeit alle aufgreifen. Ich will nur eine Frage aufgreifen. Die ist jetzt obligatorisch, obwohl sie sich aus meiner Sicht selbst beantwortet. Aber das sollten Sie entscheiden. Gibt es irgendwelche Hinweise auf diese dann behauptete Regie aus dem Ausland, die das Tokayev verstieg sie ja dazu, 20.000 Terroristen, die vom Ausland instruiert worden und ausgebildet und bewaffnet, die dann aber leider spurlos verschwunden sind, auch aus den Leichenhäusern. Also ich würde Sie trotzdem bitten, sich diese Frage zu merken. Mir entfindet sie vielleicht gleich. Ich will nämlich mal ganz kurz Bezug drauf aber nehmen. Ja. Vergesst die Frage möglicherweise. Die Frage ist vielleicht wirklich, was ist denn Intervention? Ist Intervention sowas, was wir in der Ukraine gesehen haben, oder ist Intervention das, was wir in Kasachstan gesehen haben? Denn das sind, glaube ich, trotzdem nochmal unterschiedliche Dinge. Also Russland ist nicht mit Panzern in Kasachstan angerückt. Das war eine personale, sage ich jetzt mal, oder eine große Personenstärke, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Truppen das waren. Die sind die Leute auf der Straße angegangen. Wir wissen aber auch nicht, wer am Donnerstag, Freitag, Samstag Leute erschossen hat. Wir wissen es nicht. Waren es kasachische Truppen? Waren es russische Truppen? Ich kann das überhaupt nicht sagen. Und das ist sicherlich, ich weiß nicht, ob es auch nochmal eine Frage von Untersuchung wird. Ich wollte eigentlich auch nur nochmal ergänzen, Russland wurde es jetzt gerade in Zentralasien leicht gemacht. Wir dürfen auch Afghanistan im vergangenen Jahr nicht vergessen, als Russland auch mit großem Knall nach Tadschikistan reisen konnte, ganz schnell, um dort die armen Tadschiken vor den Übergriffen der Taliban zu retten. Also da hat jetzt Putin einfach auch, klingt jetzt bestimmt lapidar, verzeihen Sie mir bitte diese Ausdrucksweise, Glück gehabt, dass ihm zwei solche Fälle vor die Füße gefallen sind, dass er einfach jetzt mal als der große Aufräumer nach Zentralasien kommen konnte, was jahrelang nicht nötig war auf der einen Seite und er aber auch offensichtlich nicht für nötig befunden hat. Russland war nicht präsent in Zentralasien in den vergangenen Jahren oder nicht sehr präsent. Nicht wirtschaftlich und nicht politisch, und wirtschaftlich wurde es von China abgehängt. Das will ich nur noch mal ganz kurz sagen. Jetzt noch mal zu der Frage. No. Also, genau, die ausländischen Terroristen. Ja. Es ist schwierig zu sagen. Also ich wirklich, Sie haben mich erst zum Spekulieren angehalten. An der Stelle mache ich es jetzt noch viel, viel weniger gern. Ich hatte das erst gesagt, Joftes meinte, es gäbe islamistische Extremisten, die auch involviert gewesen seien mit Gewaltbereitschaft. Wo die herkamen, weiß ich nicht. Ich meine, Tokayev hat jetzt am Wochenende einen Kirgisen präsentiert als einen dieser ausländischen Kämpfer, der angeblichen. Es stellt sich raus, dass er ein Musiker war, ein Jazzmusiker. Das hat möglicherweise, Kirgisistan konnte ihn rausholen, aber nur, weil er prominent ist. Wir wissen nicht, wer unter diesen Zehntausenden, ob da Usbeken sind, die einfach Arbeitsmigranten sind und also als Baukommando, um Wohnungen zu sanieren,
nach Almaty gekommen sind, ja, und die jetzt einfach willige oder ja, für Türkei bequeme Opfer sind. Also schwierig, also ich glaube nicht, dass es eine geplante anderweitige Intervention jetzt neben der russischen Intervention, wenn Sie das so nennen, gegeben hat. Allerdings, wir wissen das selber, religiöser Extremismus in Zentralasien, da kann man nochmal doppelt oder dreifach und noch länger drüber sprechen. Gut, vielen Dank. Lassen Sie uns die allerletzten Minuten noch nutzen, um über eine adäquate Reaktion aus Berlin und Brüssel zu sprechen. Was wäre denn aus Ihrer beider Sicht jetzt eine angemessene, sagen, politische Antwort? Ja, es gab Stimmen aus dem Bundestag, die Entwicklungshilfe für Kasachstan, sagen, einzufrieren. Es gibt andere Forderungen, doch mal genauer hinzuschauen nach den Vermögen der Machthaber und der Oligarchen, die in Europa geparkt sind. Es gab ja auch wunderschöne Fotos von irgendwelchen schlossartigen Anwesen, von Nazarbayev in Europa. Also was denken Sie, sollten wir tun? Und wie können wir die Entwicklungen dort überhaupt noch beeinflussen? Vielleicht erst Jan Behrens und dann abschließend Frau Schlager. Ja, ich glaube, da müssen wir uns damit beginnen, dass wir uns eingestehen müssen, dass wir nicht allzu viel Leverage da haben und in dieser Region sozusagen Europa natürlich keine der bestimmenden Mächte ist, sondern Frau Schlager hat das ja auch gesagt, dass es sozusagen militärisch Russland ist und wirtschaftlich China. Da muss man eigentlich damit anfangen, überhaupt mal eine Zentralasien- oder östliche Nachbarschaftsstrategie zu überdenken und zu überarbeiten. Und natürlich wäre ich sehr dafür, sozusagen unsere Verstrickung, wo es sie denn gibt, und ich denke, die gibt's, in den finanziellen Machenschaften dieser Regime offenzulegen und stärker gegen solche Korrumpierung auch des Westens durch das Geld und das gestohlene Geld, muss man ja sagen, also sozusagen aus der Region vorzugehen. Das würde natürlich andererseits nicht sofort dazu führen, dass es sich da um demokratische Zivilgesellschaften oder dass wir damit diese Entwicklung beitragen, sondern es wäre sozusagen eine reine Schadensbegrenzung, auch was unser eigenes politisches und wirtschaftliches System eingeht, was natürlich massiv auch korrumpiert wird durch das Geld aus dem postsowjetischen Raum. Ansonsten würde ich doch stark raten, sich zunächst einmal auf die Krisen in Belarus und Ukraine zu konzentrieren und die Sachen in Zentralasien sich vielleicht eher mit langem Atem anzuschauen. Vielen Dank, Frau Schlager. Naja, für mich steht die Frage, was können wir tun, um was dort zu bewegen, um was zu wollen? Was wäre denn der Wunschgedanke? Geht es darum, jetzt die 10.000 Inhaftierten rauszuholen und dort ihnen gegenüber Menschenrechte zu garantieren? Oder geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass Kasachstan demokratischer wird und am Ende dort ein demokratisches Land steht? Sind wir dazu angehalten? Wollen wir das? Sollen wir das wollen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es wäre in unserem Interesse, wenn wir denn die Mittel dafür hätten, die Instrumente, ja, die Möglichkeiten. Ich bin keine Diplomatin und ich bin auch keine geostrategische Beraterin oder sowas. Ich finde das sehr schwierig. Also für die Menschen dort spielt jetzt erstmal eine Rolle, für die meisten Leute, nämlich die, die nicht inhaftiert sind, und auch für die Angehörigen der Inhaftierten erstmal, dass es jetzt dort wieder stabil ist, wer auch immer diese Stabilität herbeigerufen hat. Also Stabilität vor Freiheit? Das ist natürlich eine moralische Frage, die Sie da stellen, über die wir in Hinsicht jeglichen Landes sprechen können. Und ich mag da keinen Rat geben. Ich gebe Anregungen und Gedankenanstöße an dieser Stelle, worüber man vielleicht noch nachdenken kann. Sicherlich ist Wirtschaft immer ein Zugang und Tokayev auch irgendwie ernst nehmen. Also auch Nazarbayev hat lange gebraucht, aber er wurde dann schon ernst genommen, egal was jetzt draus geworden ist. Aber das hat am Ende auch zum Beispiel der Mittelschicht gut getan, die sich entwickeln konnte. Es ist wirklich schwierig. Ich gebe keine Ratschläge. Ich werfe lieber die Fragen auf, die ich selber habe. Vielen Dank. Der Vorteil eines solchen Fire-Chats, wie wir ihn jetzt versucht haben, ist die Prägnanz und dann Kürze. Der Nachteil ist, dass man viele Fragen gar nicht aufgreifen und vertiefen kann.
Vielleicht überlegen wir uns doch noch mal eine Fortsetzung Aus Kasachstan. dieses Gesprächs, ja. Und ich wäre sehr dafür, dass Kasachstan nicht wieder von unserem Radar verschwindet, sondern dass wir uns weiter für das Land interessieren. Und ich würde sagen, die mindeste Erwartung an die Bundesregierung, die EU, ist, dass sich dafür einsetzen, dass jedenfalls die gewaltfreien Verhafteten auf freien Fuß kommen und dass diese Welle der Repression da eingedämmt wird, die jetzt eingesetzt hat in Kasachstan. Ganz herzlichen Dank an Sie. Ja, ich danke für die Einladung. Herzlichen Dank an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und sorry, dass wir viele Fragen nicht aufgreifen konnten. Ich hoffe, es war trotzdem für Sie erhellend. Für mich kann ich das sagen. Also bis bald, auf Wiedersehen, alles Gute. Bis, vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen.